Auf dieses Ereignis hatten die Schüler der Neuwürschnitzer Grundschule sehnsüchtig gewartet. Und nun war es an der Schule des Friedens endlich soweit. Als der Bürgermeister von Oelsnitz, Bernd Birkigt, die anwesenden Gäste begrüßte, hatte er besonders die Kinder der Klassen 4a und b im Auge. Diese waren stellvertretend für alle Schüler und Schülerinnen der Grundschule gekommen, um die neuen Spielgeräte in Empfang zu nehmen. Bereits in den Winterferien wurden erste Baumaßnahmen an diesem Ort getätigt. Es ging zuerst darum, Platz zu schaffen. Die eigentlichen Tiefbauarbeiten sowie die Anlieferung und Montage der Spielgeräte wurden in die Sommerferien verlegt. Die Schulleiterin brachte ihren Dank zum Ausdruck. Ellen Müller erinnerte noch einmal daran, dass bei der Spielplatzplanung auch die Kinder der Grundschule maßgeblich beteiligt waren. Sie brachten ihre Ideen und Vorstellungen zur Gestaltung mit ein. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es entstand ein neuer Kletterturm mit zahlreichen Nutzungsmöglichkeiten. Auch eine Rutsche und eine Doppelschaukel stehen jetzt bereit. Rings um die Spielgeräte wurde Rollrasen verlegt. Dies ist auch der Grund für die erst im September durchgeführte Eröffnung. Der Rasen sollte erst anwachsen. Bevor das Band zur offiziellen Freigabe zerschnitten wurde, dankten die Kinder der beiden vierten Klassen mit einem Lied. Mit rund 90.000 Euro über das Förderprogramm Brücken in die Zukunft wurde dieses Projekt gefördert. In diesem Zuge wurde im Auftrag der Stadt Oelsnitz-Erzgebirge auch noch eine Stehwippe errichtet, welche über den Schulförderverein finanziert wurde. Mit Beifall wurde der Spielplatz freigegeben und sogleich von den Kindern erstürmt. Die neuen Möglichkeiten zum Spielen und Toben werden die Kinder in Neuwürschnitz schnell und spielerisch erkunden.